Unternehmen. Ja, guten Abend erstmal an alle Anwesenden. Wir hatten uns für das heutige Spiel sehr viel vorgenommen, da wir in den letzten zwei Spielen eine etwas unglückliche Situation hatten. Die Wochen sind auch nicht spurlos an meiner Mannschaft vorbeigegangen. Wir haben in den letzten, glaube ich, drei, vier Wochen sechs Spiele gehabt. Und da merkt man bei dem einen oder anderen schon, dass die Kräfte ein wenig nachlassen. Das haben wir in Aachen extrem gemerkt. Unsere Spielweise ist halt sehr lauffreudig, vom Kampf geprägt, mit viel Laufarbeit verbunden. Und daher bin ich umso glücklicher oder umso mehr stolz auf meine Jungs, dass sie heute auch vom Laufaufwand her sich belohnt haben. Wir haben das Spiel sehr gut begonnen, wobei wir immer noch in der einen oder anderen Situation, was das Pressing betrifft, noch nicht als Einheit hundertprozentig funktionieren, geben dem Gegner manchmal zu viel Zeit und zu viel Raum, sich lösen zu können. Aber heute wurde das nicht bestraft. Wir haben dann das 1-0 durch Ali gemacht, was vor der Halbzeit natürlich enorm wichtig war, auch für die Moral, wo die Jungs dann auch aus der zweiten Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit rausgekommen sind und mit sehr viel Elan weiter nach vorne gespielt haben, weil wir gesagt haben, das 1-0 wird grundsätzlich nicht reichen, wir wollen nochmal nachlegen. Das ist uns dann gelungen, umso schwieriger wurde es dann für den Gegner auch um zu knacken. Und zum Schluss sind dann nochmal der Ali nochmal draufgesetzt, heute mit drei Toren. Ich habe mich für ihn persönlich auch sehr gefreut, weil er jetzt vier Spiele auch aussetzen musste. Aber die Mannschaft hat das heute sehr, sehr gut gemacht. Wir müssen noch trotzdem weiter hart arbeiten. Wir machen immer noch individuelle Fehler, die normalerweise bestraft werden. Aber wie gesagt, heute haben wir das Glück gehabt, auch ein bisschen auf unserer Seite. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der 3-0-Sieg so in Ordnung geht. Und das Spiel ist jetzt vorbei. Abhaken. Am Sonntag wartet schon die nächste schwere Aufgabe gegen VfL Bochum. 2 in Bochum. Und darauf bereiten wir uns dann jetzt ordentlich vor. Danke. Vielen Dank, Murat Zala. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Herr Hagner, die Situation mit Markus Heyer, das sah sehr böse aus. Hat man da schon die erste Diagnose oder Einschätzung? Der hat ja auch viel Pech in der Vergangenheit, der Markus. Ja, wir müssen das einfach mit den Arzttermin morgen abwarten. Das ist eine muskuläre Verletzung und ich hoffe, dass es nicht schlimm ist, aber das ist von Zerrung bis Muskelfaser. Also muss man einfach morgen einen Arzt abwarten. Ich bin kein Arzt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er am Sonntag spielen kann, denke ich, ist relativ gering. Gibt es noch weitere Fragen? Bei euch wird Tim Knetsch ausgewechselt, ich glaube auch verletzungsbedingt. Weißt du da schon irgendwas? Nein, Tim war ehrlich genug zu sagen, Trainer, ich bin völlig im Arsch, hat er gesagt. Und dann haben wir ihn rausgenommen. Also er hat sich vorausgehabt und so muss das auch sein und so funktioniert, glaube ich, eine intakte Mannschaft. Gibt es noch Fragen? Bitte schön. Robert, du willst ja eigentlich nie was über Schiedsrichter sagen. Machst du heute mal eine Ausnahme? Naja, heute gab es eigentlich nichts viel zu sagen über die Schiedsrichter. Und die Situation mit mir ist bekannt. Ich gelobe Besserung. Ich arbeite dran und hoffe, dass die Schiedsrichter mich auch ein bisschen unterstützen bei dieser Sache. Aber ich denke mal, letztendlich werde ich mich so langsam in den Griff kriegen müssen. Gibt es noch weitere Fragen? Ist ja heute richtig was los und Fragen ist man gar nicht gewohnt. Also, ja, nochmal ein Sonderlob an Aljosch Manhaldi, hat man heute gesehen, dass er in den letzten Spielen doch vielleicht gefehlt hat, auch gegen die Tourwerbung super gespielt hat, aber so mit so einem Aldi macht es doch nochmal vielleicht die 5% Unterschied aus, wie wichtig er für die Mannschaft einfach ist, dass er diesen Killer-Instinkt hat, dass man vergangene Saison zum Beispiel bei einem Emrah Unsu nicht hatte, aber er macht ja quasi ja fast aus jeder Möglichkeit ein Tor, hat jetzt 7 Treffer, 3 nur hinter Torjäger Fatikanda, also ich glaube, das ist schon ein Eckpfeiler. Gut. Also die Frage ist, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Ich denke, jeder Einzelne ist extrem wichtig. Ich meine, wenn ich das heutige Spiel nehme, muss ich sagen, muss ich einen Boogie sehr loben, der unheimlich viel Laufarbeit verrichtet. Dann haben wir unsere zwei defensiven Mittelfeldspieler mit dem Fabio und Arban, die brutal viel abräumen, was das betrifft. Und dann natürlich ohne
ohne die Unterstützung der Flügelspieler, der Defensive, es ist für den einen mega schwierig, alleine da was zu machen. Gut, wenn er das dann auf dem Fuß hat, hat er heute dann auch die Tore gemacht. Dafür kann ich ihn dann Sonderlob aussprechen. Aber der Präsident hat auch gesagt, hätte der ein oder andere mehr sein müssen. Also gibt es auch Unzufriedene. Ich habe das vierte noch nicht. Hebt er sich auf für Sonntag? Gibt es sonst noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und meinen Gästen aus Siegen alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen zum nächsten Heimspiel in anderthalb Wochen am 4. Oktober, 14 Uhr, hier in Rotenburg zu Gast, die SG Wattenscheid. Und neun bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss.